Recht herzlich willkommen zur 238. Folge von Towns. Ja, haben wir da eigentlich noch was? Oh ja, da sind noch einige Sachen zu erledigen bei unserem Händler. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir sind hier mit keinem Bergmann mehr unterwegs. Nee, Essen? Nee, Bergmann war schon richtig. Ist doch hier Bergmann. Naja, genau. Da müssen wir gucken, dass wir die Happiness steigern, damit wir das hinkriegen. Natürlich jetzt gerade nicht so dolle ist. Jetzt gehen wir mal nach oben. Und habe ich jetzt Pause gemacht oder habe ich jetzt Start gemacht? Ich glaube, wir haben jetzt gerade Pause gemacht, ne? Ja, jetzt ist wieder okay. Alles klar. Gut, und ja, was passiert? Hier, unser Wasser ist immer noch nicht da oben angekommen. Das funktioniert also immer noch nicht. Naja, dann ist das halt so. Haben wir ja aufgegeben. Wir waren unten im Keller und haben da geguckt. Da ist ja dieses komische Monster gewesen. Auf der untersten Ebene war das, ne? Hier oben, das war immer noch nicht geschlagen worden. Wo war es da? Dieses komische Vieh, das hat uns jetzt den letzten Bergmann kaputt gemacht. Wir haben es natürlich auch nicht geschafft, hier das wegzumachen. Sollten wir vielleicht mal gerade drüber nachdenken, ne? Dann könnten da erst ein paar Helden hin und den kidnappen. Hier unten war da nicht auch noch einer? Ja, wo lief hier da noch einer rum, oder ist der... Ne, der ist ja da kaputt gemacht worden. Das war hier, ne? Genau. Da kommt wieder ein Held, wir können ja mal gerade gucken, aber der läuft in eine andere Richtung. Der hat woanders was entdeckt, oder? Ne, da ist das Monster, guck. Aber er läuft trotzdem woanders hin, weil hier irgendwo auch noch Ecken entdeckt werden müssen. Obwohl die schon entdeckt ist. Der Hahn kräht. Wie viele Träger haben wir denn? 7, okay, das sollte dann eigentlich klappen. Ah, er entdeckt weiter hier. Hier ist wohl auch nichts mehr, oder? Gehen wir wieder raus da, dann können wir vielleicht sehen. Ja, ja, hier geht es noch unten ein bisschen weiter. Und, ist da nur einer um die Ecke? Ah, hier wäre noch mehr Raum. Aber er geht weg. Das ist schlecht. Jetzt geht er woanders hin. Ah, hier ist ja auch noch was zu entdecken. Und er hat auch was entdeckt. Und hat ihn auch kaputt gemacht. Das war ein einfacher Gegner. Von der anderen Seite hier kann man auch noch was machen. Und hier wären noch 2 Steine, aber ich gehe davon aus, dass die auch noch da sind. Und? Gehen wir ein Stück vor. Ja, einen hat er entdeckt, aber da geht's rein. Könnte also noch was sein. Muss man dann mal gucken. Ja, der läuft hier immer noch rum, der Lustio-Ogre. Und hier... Bin ich gespannt, ob wir den mal irgendwann fertig machen können, weil der sieht ja doch schon The Burning Pet. Das brennende Tier. Ja, ist die Frage, ne? Wo ist einer, der dazu benimmt? Da. Aber er geht woanders lang. Er geht weiter hoch und weiß ich nicht wohin, lass ihn hochgehen. Ich gucke, aber der andere geht runter, also bringt das auch nicht viel. Da oben wäre noch eine Ecke, die er dann auch jetzt noch nicht mal gesehen hat. Na dann. Wo läuft er hin? Andere Gegend. Okay. Ah, er könnte den kriegen. Hat ihn aber nicht gesehen, ist vorbeigelaufen. Was ist denn das überhaupt für ein Vieh? Werewolf. Hier ist nix. Aber jetzt kriegt er den, oder? Ja, obwohl, der geht jetzt hoch. Könnte schwierig werden. Na? Doch, jetzt geht er dran, oder? Ja. Und der ist kaputt. Das ging flott. Na? Ja, jetzt wird er wohl hochgehen dann, ne? Also auch nicht so interessant jetzt gerade. Den hätte ich ja gern gesehen, dass den einer kaputt macht, ne? Aber das gestaltet sich ja schwierig, ne?
Wie ist die Happiness? 62 steigend. Kann also nochmal was werden. Hier ist aber gerade keiner in der Ecke, der da hingehen könnte. Ja, und das Problem ist, dass das nächste Mal, wenn du wieder runterkommst, ist er schon kaputt, ne? Und dann weißt du auch nicht, was da erfolgreich gewesen ist. Oder wer oder so. Und sieht man auch nicht, wer es gerade machen würde, ne? Ist das hier Gold? Ja, ne? Ja, aber da können wir nicht anpacken, weil das Wasser daneben ist. Haben wir hier wieder Überflutung. Ja. Gehen wir hoch. Was macht er da? Ah, die holen hier Dingens für den Händler Knochen. Dann geht's ja schon mal, ne? Wie viel sind's noch? Wahrscheinlich reichlich. Oh, 114 noch, brauchen wir nicht drüber reden. Der wird noch eine Weile bleiben, ne? Ja, da haben wir hier noch ein paar Käfige stehen und sowas, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Was wir da noch rausmachen. Wie sieht's mit Essen aus? Ich glaube ganz gut. Ne, da war's. Birnen und Äpfel sind da. Hier gibt's einen Kuchen. Radieschen, 10 Brote, 2 Kaktusfrüchte. Das andere ist alles out of order. Ne, hier ist noch ein Kuchen. Ja. Zu essen ist also auch da. So, wo steht denn hier der Händler eigentlich? Ich sehe den nicht so wirklich. Ist er weg? Nö. Der muss doch hier eigentlich sein, oder? Sehe ich den jetzt noch nicht. Steht er hier hinter irgendwo oder was? Ich sehe ihn nicht. Oder ist das hier die Kuh? Nein. Naja, er macht Fische fangen, ne? Vielleicht beim Abspeichern auch weg oder so, das kann auch sein, ne? Wolle haben wir da auch schon. Naja, dann ist es halt so. Hätten wir immer darauf achten können, wo die Knochen hingebracht hätten, ne? 110 sind es ja noch. Der Angler geht weg. Steht der hier hinter? Ist das hier der Zipfelmünzen-Typ? Ich glaube schon, ne? Der kam noch da, ne? Konnte man das nicht sehen, ne? Ne, kann man nicht sehen da. Keine Ahnung, wo der ist. Wo der sich versteckt. Da kommen jetzt welche und bringen es dahin. Tatsächlich, er versteckt sich hier hinter diesem Käfig wohl. Na dann, wenn wir sehen, was da Sache ist. Kann man da irgendwo wohnen? Ne, kann man jetzt auch nicht sehen, oder? Ne. Ja, da ist er halt hinter, das wissen wir jetzt. Das ist also gut so, ne? Ja, und dann? Gute Frage. Gute Frage. Wasser, Marsch. Ist immer noch nicht so prickelnd. Geht nur bis hier im Endeffekt. Weiter geht's nicht. Klappt nicht. Fehlgeschlagen. Wasser geht auch hier hoch und sonst nirgendwo. Auch doof, ne? Ist die Frage, wenn man das schmaler gemacht hätte, ob es dann besser wiederum läuft, ne? Und vielleicht hätte man den Graben länger gemacht oder so. Ich weiß es auch nicht, ob es das gebracht hätte, ist die nächste Frage, ne?
Wahrscheinlich auch das nicht. Naja. Wir werden es nie erfahren, weil das machen wir nicht weiter, das bringt nichts. Sonst, Äpfel haben wir hier, Essen ist da. Dieses komische Vieh haben wir noch im Keller. Können wir nochmal runtergehen und gucken. Ob den schon einer zur Strecke gebracht hat. Ja, es sieht tatsächlich jetzt so aus, als ob es weg ist. Wir haben jetzt hier einen Geist gekriegt. Ja, das ist dann immer doof, ne? Ja, hier ist einer gestorben, ja. Aber mehr sagt, sieht man nicht. Geist eines vergangenen Helden, der ist da. Und das Vieh ist ja nicht weitergewandert, oder? Nee. Nee, ist wohl niedergemetzelt worden. Keine Ahnung, wer es geschafft hat, kann man glaube auch irgendwie nicht nachgucken. Aber naja, dann ist das so. Dann ist das so. Ja, und damit sind wir schon wieder irgendwo unterwegs, zu sagen, ja, wir müssen ein paar Helden mehr haben, damit wir auch weiter tiefer können, weil wir haben ja noch ein paar Ebenen. Wir sind 16 und bis auf 19 geht, ne, 18 geht's. Dann warte mal, 16, Zwischenstufe 17, ne, dann ist nur noch eine Etage tiefer. Ja, wird spannend werden, ne, was da so los ist. Müssen wir dann mal gucken. Ja, Bergmann haben wir nicht. Helden sind noch nicht mehr ganz weit weg. 68 ist ja schon eine Hausnummer. Sollten wir dann gucken, dass wir da erst wieder welche kriegen und dann können wir weiter buddeln, würde ich sagen. Aber erstmal hier noch in der Etage solche Sachen, dass die fertig werden. Noch ein paar aus den hinteren Räumen rausholen hier, aus den geheimsten Räumlichkeiten hier. Keine Ahnung, hier ist ja auf jeden Fall noch was hinter. Und dann werden wir das sehen. Gut, aber dann würde ich ja sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und auch, wenn es euch gefallen hat, dass ihr einen Daumen hoch gebt. Wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.